Im Verwaltungsgebäude des alten Schlachthofs, besser bekannt als die Villa, finden die Jugendlichen künftig ihren neuen Treff. Der Umzug ist nötig, da das Jugendzentrum in der Petersgasse ab 1. März 2013 zugunsten des Wissenschaftszentrums seine Zelte abbrechen muss. Das bietet natürlich ganz große Möglichkeiten für die Jugendarbeit, für die Weiterentwicklung. Wir haben hier in der Petersgasse haben wir zum Beispiel kein recht gutes Außengelände. Das haben wir drüben im alten Schlachthof, finden wir das schon vor. Und von daher freut uns das natürlich auch, weil man im Prinzip mit der Ausrichtung so ein bisschen in Jugendkulturarbeit, ich meine, der Schlachthof, der steht ja auch für junge Kultur und das ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn das Jugendzentrum mit den Jugendlichen auch einen Beitrag dazu zu leisten kann. Das 1896 errichtete Haus befindet sich nahezu im Originalzustand. Klar, dass hier so einiges saniert werden muss. Ganz oben auf der Liste steht der Keller. Hinzu kommt eine neue Zentralheizung. Und auch für die notwendigen Elektroinstallationen wird gesorgt. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf rund 1 Million Euro, ohne Außenanlagen. Die Arbeiten sollen Mitte Oktober beginnen. Mit der Fertigstellung ist nicht vor Sommer nächsten Jahres zu rechnen. Um eine Übergangslösung kommt das JUZ also nicht herum. Wir werden versuchen, dass wir einen Teil von einem offenen Betrieb schon im Schlachthof realisieren können. Da sprechen wir gerade mit den entsprechenden Kollegen von den anderen Ämtern. Und wir werden natürlich, es geht ja Frühjahr, Sommer zu, dann entsprechend Außenveranstaltungen machen, dass wir also viel auf Sportplätzen sind, vielleicht ein Open-Air-Kino anbieten und solche Geschichten. Also dass wir halt schauen, dass wir den Sommer über möglichst viel draußen und vielleicht auch in den Stadtteilen sind. Die Fortführung des Betriebes ist also auch während der Übergangszeit nicht in Gefahr. Natürlich wird nicht alles im neuen Treff so sein wie früher. Was wir verlieren hier ist der Veranstaltungssaal im ersten Stock, den wir hier in der Petersgasse haben. Aber da haben wir einen adäquaten Ersatz eben mit dem Anstatttheater, das wir auch nutzen können. Also ist auch für dieses Problem eine Lösung gefunden. Natürlich ist im Laufe der Zeit vielen das JUZ in der Petersgasse ans Herz gewachsen. Doch die Vorfreude auf das, was nun kommt, ist eindeutig größer.